Die Buffy Cats im Einsatz. Omas Garage ist unser Clubhaus. Hier denken wir uns Lieder zum Spaß aus. Spielen und lachen, lassen es krachen, lieben es einfach Musik zu machen. Oma! Tut mir leid. Genug geübt, Milady. Buffy Cats, unsere Freunde werden den neuen Song lieben. Na klar, es ist ja auch ein Lied über sie. Buffy Cats, unser nächster Auftritt mit Rocken. Trommelsolo! Lilou, bitte! Kätzchen, Mittagessen! Komm schnell! So ist es gut. Lauft alle schön rein und haltet euch ja von meinem Haus fern. Sonst erwische ich euch mit meinen Fallen. Nacht für Nacht muss ich mir euer schreckliches Gejaul anhören. Und jeden Morgen gucke ich auf diese alte, heruntergekommene Bruchbude. Oh, was für ein hässliches Haus. Hässlich, hässlich, hässlich. Aber mit diesem Theater ist ab heute Schluss. Kommt schon, Kätzchen, lecker, lecker Thunfisch. Ja. Lecker, lecker Thunfisch. Seht euch nur die ganze Spucke an. Hey, Matti, du sabberst ja wie ein Hund. Nein. Wie schade, dass ich eure Katzensprache nicht verstehen kann. Das war lustig. Ich habe Riesenhunger auf Spaghetti mit Fleischklößchen. Mattys Magen verlangt eine Portion Spaghetti mit Fleischklößchen? Das bedeutet Gefahr! Was wollen Sie hier? Das ist mein Haus. Ich bin die Besitzerin. Hey, Vincent, Sie meinten doch, in dem Haus wohnt niemand mehr. Stimmt ja auch. Das ist nämlich ein Spukhaus. Ja, ja, sie ist ein Geist. Ein blöder, nerviger Geist. Dein Fell wird rosa, Milady. Heißt das, Vincent lügt? Ja, Vincent lügt. Oh. Kätzchen, ihr kümmert euch um sie, ja? Ich muss schnell etwas holen. Hey, sie ist verschwunden. Wow, sie ist tatsächlich ein Geist. Seht ihr? Sie hat ihre Geisterkatzen auf uns gehetzt. Aufhören, ich bin allergisch gegen Geister. Ein Geisterkätzchen. Wow, aber du bist ja richtig süß. Total niedlich. Ich tue alles, was du willst. Hey, schon vergessen, du arbeitest für mich. Los, reiß das Haus ab. Sehen Sie das, Vincent? Der Kaufvertrag meines Hauses. Das bedeutet, es gehört mir. Der Vertrag ist echt. Der Geisterkatzendame gehört das Haus. Ich bin Vincent und ich kann tun, was ich will. Aber nur, wenn Ihnen das Haus gehört. Nein, nein, nein! Komm zurück! Gut, diesen Vertrag zu haben.
Wieso versucht dieser Vincent ständig, mein Haus niederzureißen? Wie hat Oma Pina es geschafft, Vincent und die gemeinen Menschen mit einem Stück Papier zu vertreiben? Weil dieses Papier den Menschen zeigt, dass ihr das Haus gehört. Die Menschen sind komisch. Wissen sie nicht, dass du dein Gesicht an etwas reiben musst, damit es dir gehört? Alles klar, der Pfosten riecht nach mir, also gehört er mir. So einfach ist das. Jetzt gehört er mir. Lilu, das ist meiner. Meiner. Eigentlich gehört er mir. Ich hab den Vertrag geklaut. Oh nein! Folgt mir! Hier lang! Jetzt gehört das Haus der alten Dame uns. Und morgen lassen wir es abreißen. Und diese grässlichen, pelzigen Schreihälse bringen wir zum Katzenfänger. Ich fahre jetzt zu diesem tollen großen Zoogeschäft und kaufe dir die allerweichste, angenehmste Katzenstreu für dein empfindliches Popöchen. Wir müssen uns diesen Vertrag wiederholen, und zwar sofort. Nein, in dem Haus wimmelt es vor Katzenfallen. Wir müssen eingeladen werden. Super Idee, sagen meine Schnurrhaare. Verraten dir deine Schnurrhaare auch, wie wir das hinbekommen? Buffy-Party! Wir lösen Buffy-Alarm aus und rufen so all unsere Freunde. Lauter! Wir brauchen viele Katzen! Das sollte reichen. Nur zwei? Wir sind doch eigentlich 44. Die Bum-Bum-Tänzer sind da. Wir sind wie eine Million Katzen. Wo ist denn die Party? Omas Garage ist unser Clubhaus. Hier denken wir uns Lieder zum Spaß aus. Spielen und lachen, lassen es krachen. Lieben es einfach, Musik zu machen. Tresor kriegt ihr nie auf. Und ob wir das schaffen? Wir haben deinen Menschen dabei beobachtet. Hey Boss, komm, lass uns tanzen. Ihr könnt aufhören. Ich hab es. Ich hab das magische Zauberpapier. Der Vertrag. Die haben das falsche Papier erwischt. Vielen Dank, dass du auf den Vertrag aufgepasst hast. Jetzt gehört das Haus wieder Oma Pina. Na, sieh einer an. Wo ist denn euer Lampo auf einmal hin? Hat er Angst? Er hat keine Angst, aber Lampo kann kein Katzfu. Ich schon. Hm.
Nein. Nein, nicht schon wieder eine Katzenparty! Die Katzenparty, die feiern wir, die 44 Katzen. Die Lumile, die Lampomette, die Buffy Cats, so heißen wir. Die Katzenlieder singen wir sind eine Katzenbande. Bei Oma Pina sind wir hier, die Buffy Cats, so heißen wir. Die Katzenmuden haben wir sind eine Katzenbande. Wir 40 Katzen. Kaufvertrag? Oh nein. Die Kätzchen müssen ihn für eins ihrer Spielzeuge gehalten haben. Na, das passiert mir nicht nochmal. Meiner. Welpe in Not. Ach, machen wir Pause, Buffy Cats, wir üben schon so lange. Nein, ich will weiter spielen, ich bin nicht müde. Lampo, ich glaube, ich weiß, warum wir so müde sind. Hm? Es ist schon morgen. Wir haben die ganze Nacht lang gespielt. Morgen? Dann ist jetzt Zeit fürs Frühstück. Kätzchen, Essen soll euch munter machen. Wieso seid ihr dann noch so müde? Pilou, Köpfchen hoch. Da helfen nur Oma Pinas Spezialnudeln. Gekocht nach einem alten Familienrezept. Ich mag vielleicht alt sein, aber meine Nudeln halten mich jung. Seht nur. Kraft der Nudeln! Ja? Hä? Lady Pilou, Matty. Die allerbesten Nudeln kocht Oma Pina. Ein Teller voller Kraft hilft den Katzen immer prima. Man isst sie heiß mit einer Soße dazu. Soße dazu! Stark und aufgemuntert fühlt man sich im Nu. Die allerbesten Nudeln kocht Oma Pina. Sind besser als ein Doktor, sie senken jedes Fieber. Man isst sie morgens, mittags, abends, dann mal. Weiß ich auch nicht so genau. Warte, ich weine nicht, sondern der da. Hey, kleines Hündchen, was ist passiert? Meine Menschen haben das Tor offen gelassen. Ich habe mich rausgeschlichen und dann haben mich ein paar böse Katzen gejagt. Und deshalb bin ich immer weiter gerannt und habe mich verlaufen. Keine Sorge, wir begleiten dich nach Hause. Wo genau wohnst du? Das weiß ich nicht. Wie sieht die Straße aus, in der du lebst? Tja, mein Hof ist von einem riesigen Holzzaun umgeben und ich habe noch nie gesehen, was dahinter ist. Konntest du irgendwas hören? Ja, so eine Art lautes Katzenmiauen. Deshalb bin ich auch hierher gerannt. Ach, echt jetzt? Ich glaube, ich weiß, wo du wohnst. Mir hinterher. Ihr lauft nirgendwo hin. Na, da ist ja der Welpe, den wir jagen. Boss, Blister und Kratz. Ja.
Kraft der Nudeln. Und bei der Turmuhr. Zu jeder vollen Stunde kommt die Kuckuckskatze raus und miau. Keine Ahnung. Ich muss erst hören, wie das klingt. Es dauert aber fast noch eine Stunde, bis die Kuckuckskatze wieder miaut. Eine Stunde? Oh, so lange kann ich nicht warten. Meine Mama wird ganz, ganz böse auf mich sein. Gut, dann holen wir den Kuckuck einfach raus. Kraft der Nudeln! Wow! Bereit? Kommt schon! Festziehen! Tut mir leid, das klingt ganz anders. Kannst du mir den Klang etwas genauer beschreiben? Es sind so laute, hohe Töne, wie das Miauen einer Katze. Alles klar. Dann weiß ich, wo er wohnt. Die Sirene eines Feuerwehrautos klingt genauso wie eine heulende Katze, oder? Miau! Ich glaube, das ist nicht der Ton. Und ob er das ist? Ihr müsst nur mal die echte Sirene hören. Wartet, ich werde sie mal einschalten. In Ordnung. Sirene? Es ist bestimmt dieser Knopf hier. Ha! Oh! Das ist nur Wasser. Ich hab's gleich. Na gut, ich versuch mal den hier. Tut mir leid. So klingt es auch nicht. Wartet. Jeder weiß, dass Hunde besonders gut riechen können. Wie riecht es in der Straße, in der du lebst? Nach Fischgräten. Na klar doch. Ich weiß, wo er wohnt. Mir nach, Leute. Oh, oh. Ich glaube, die Kraft der Nudeln lässt nach. Oh. Kraft der Nudeln. Du wohnst in der Nähe des italienischen Restaurants. Die lauten hohen Töne, die du hörst, sind der Gesang des Kochs. Ja, das ist der Klang. Ich wohne hier irgendwo ganz in der Nähe. Gerade noch geschafft. Unsere Kraft der Nudeln ist aufgebraucht. Ich bin noch viel müder als vorhin. Keine Kraft der Nudeln mehr? Wieso helft ihr diesem Welpen? Hunde sind unsere Feinde. Nein! Boss Blister und Kratz sind unsere Feinde. Kraft der Nudeln! Falls ihr es vergessen habt, ich bin ein Superheld. Matti, warte mal. Das sind nicht Oma Pinas Nudeln. Ja! Miau, 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 miau. Du weißt doch, Matti, die Kraft der Nudeln bekommen wir nur durch Oma Pinas Spezialnudeln. Oh, jetzt tut mein Popo weh, Lampo. Ach, das findet ihr lustig. Na gut, wie wär's dann mit einer Runde Zucker süß? Ihr werdet schläfrig. Schläfrig.
Los, schnappt sie euch! Attacke! Ich habe Riesenhunger auf Spaghetti mit Fleischklößchen. Mami! Bitte, ich brauche was zu essen. Nein, Mama, das sind meine Freunde. Sie haben mich nach Hause gebracht. Los, steht auf. Es wird spät und es ist ein weiter Weg nach Hause. Nichts da. Ihr macht euch erst auf den Rückweg, wenn ihr euch ausgeruht habt. Hilf mir langweilig, Buffy Cat. Hast du nicht eine Idee, Milady? Nee, mir fällt gerade nichts ein. Ah, und was meinst du denn dazu, Maddie? Oh, ich habe Riesenhunger auf Spaghetti mit Fleischklößchen. Das bedeutet Gefahr! Und wo ist die Gefahr? Cosmo! Die Buffy Cats! Was macht ihr denn hier auf dem Mond? Wir sind auf dem Mond? Wieso hast du mir das nicht gesagt, Lampo? Es gibt doch keine Luft auf dem Mond. Ich kann nicht atmen. Matti, sei nicht albern. Wir sind doch nicht auf dem Mond. Sind wir nicht, dann... Auf dem Mars? Nein, auf der Erde. Tut mir echt leid, Cosmo. Oh. Ich träume doch davon, auf den Mond und den Mars zu fliegen. Oh. Und ich habe heute Geburtstag. Eine Astrokatze sollte nicht weinen, habe ich recht? Aber ich bin ja auch gar keine richtige Astrokatze. Ich werde nie den Mond betreten und nie das Mondmonster sehen und mich nie mit einem Marsbewohner anfreunden. Und ich werde es niemals schaffen, eine Weltraumkartoffel zu essen. Eine Weltraumkartoffel? Die Lieblingsspeise aller Marsbewohner. Ich muss mein Raumschiff wieder starten. Ich werde es niemals schaffen. Buffy Cats, ich habe eine Idee. Wir schicken Cosmo auf den Mond und zum Mars. Das ist viel zu gefährlich. Nein.
Milady, ich verspreche dir, es kann nichts passieren. Das wird das beste Geburtstagsgeschenk aller Zeiten. Psst, kommt schon. Ich geb's auf. Das wird niemals funktionieren. Pass auf, Cosmo. Wir verraten dir ein großes Geheimnis. Wir besitzen ein Raumschiff. Wirklich? Oh. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Du fliegst zum Mond und auf den Mars. Das sieht aus wie eine Mülltonne. Gut erkannt. Wir haben es so aussehen lassen, damit ja niemand merkt, dass es ein Raumschiff ist. Oh, ich werde es auch keinem verraten, versprochen. Schön. Und jetzt nichts wie rein mit dir, Astrokatze. Sekunde. Und wie lenke ich es? Es steuert selbstständig. Es besitzt ein Robotergehirn. Wow. Das Robotergehirn des Raumschiffs spricht mit dir über dieses Gerät. Du musst immer das tun, was ich dir sage. Ei, ei, verstanden. Los geht's. Wow, die neueste Technik. Dann werde ich Cosmo mal anrufen. Hallo, Cosmo, hier spricht dein Raumschiff. Wow, hast du auch einen Namen? Einen Namen? Captain Bauchnabel. Hey, das ist der coolste Name überhaupt. Bereit machen zum Abheben. 10, 9, 8. Und dann? Und dann? 7, 6 plus 7 ist 13 plus 2 ist 15 und abheben! Willkommen auf dem Mond. Echt? Heißt das, wir sind schon da? Ich kann die Erde sehen. Hä? Ich habe gar nicht gewusst, dass sie Ohren hat. Alles klar, dann schaue ich mich mal um. Warte! Nicht bewegen und atme nicht einmal. Denk dran, der Mond besitzt nur wenig Anziehungskraft. Sei vorsichtig, du wirst dich hier sehr leicht fühlen. Mondmonster-Alarm! Das Mondmonster! Es ist sogar noch furchteinflößender, als ich dachte. Cosmo, wir müssen los. Schade. Wir sind doch gerade erst angekommen. Richtig. Und wollen jetzt weiter zum Mars. Zum Mars? Der Flug wird länger dauern. Der Mars ist weit, weit weg. Verstanden, Captain. Oh!
willkommen auf dem Mars. Ich kann's nicht erwarten, auf dem Planeten rumzulaufen. Wow. Der Mars ist ja eine Müllhalde. Ja, die Marsbewohner haben ihren Planeten nie aufgeräumt und nie sauber gemacht. Jetzt ist es super eklig auf dem Mars. Das finde ich echt traurig. Ich möchte trotzdem einen Marsbewohner kennenlernen. Hilfe! Hilfe! Ein Marsbewohner! Und das Mondmonster verfolgt ihn! Gefahr, Gefahr! So etwas Grausiges habe ich noch nie erlebt! Kann mir bitte jemand helfen? Cosmo, zurück ins Raumschiff! Nein! Ein Marsbewohner braucht meine Hilfe! Cosmo, sei vorsichtig! Wenn du das Mondmonster besiegst, wird es... explodieren! Astrokatze, du hast mich gerettet. Als Belohnung schenke ich dir eine Weltraumkartoffel. Nein, wirklich? Wie sehr habe ich mir eine Weltraumkartoffel gewünscht? Super gemacht, Milo. Zeit für den Rückflug, Cosmo. Jetzt schon? Wieso? Weil, dir die Luft ausgeht. Du musst doch atmen. Oh nein! Wir haben ihn ohne Luft auf den Mars geschickt. Ich werde ihm aushelfen. Gerade noch geschafft. Abheben! Captain Bauchnabel? Stimmt irgendwas nicht mit den Motoren? Zünden der Turboraketen! Habt ihr eine Kraft? Bereit machen zur Landung! Dieser Ausflug ins All war galaktisch. Davon erzähle ich meinen Freunden. Da bin ich wieder. Hallöchen. War es aufregend? Hast du das Mondmonster getroffen? Hab ich, Milady. Und sogar einen Marsbewohner. Oh, die gibt's also wirklich? Japp. Und ich habe einen von ihnen gerettet. Er hat mich umarmt und mir dann zum Dank etwas geschenkt. Unmöglich. Das ist ja kaum zu glauben. Aber es stimmt. Und dieses Geschenk ist eine Weltraumkartoffel. Hä? Ich dachte, ich hätte sie eingesteckt. Wow, wo ist sie? Köstlich. Hä? Wann fliegst du noch mal ins All? Mit dieser Torte wollen wir deinen Geburtstag feiern. Herzlichen Glückwunsch, Cosmo. Ich bin so hungrig, ich könnte den ganzen Mond aufessen. Katzenfallen. Eine Katze lässt sich nicht einfach austricksen. Diese blöden Katzen! Dauernd heulen und kreischen sie herum! Aber wartet nur, bald ist Schluss mit Partys und Schluss mit lustig! Kätzchen! Oma hat eine lustige Überraschung! Das müsst ihr sehen! Ich bin auch ein Kätzchen. Ja! Ach, ihr Süßen, das tut mir jetzt aber leid. Ich wollte euch nicht erschrecken. Ich wollte bloß eure neue lustige Katzenfreundin werden. Ich habe den Kopf im Keller entdeckt und... Ich
muss zugeben, ich hätte nicht erwartet, dass er so übel riecht. Und auch nicht, dass er so eng sitzt. Dankeschön, Kätzchen. Ihr glaubt nicht, wie schlimm dieser Kopf stinkt. Igitt! Wisst ihr was? Wer von euch ist hungrig? Weil ihr mir so toll geholfen habt, bekommt ihr eine doppelte Portion. Ja! Wieso hüpft die seltsame alte Dame mit einem Katzenkopf durch den Garten? Wäre sie selbst gern eine ihrer blöden Katzen? Gut, dann werden meine Robo-Schnappis sie eben auch einfangen. Superdenker ist super schlau und Superrenner schnell wie ein Pfeil. Komm raus, Superdenker-Fan-Roboter! Keine Sorge, Boss. Er ist so programmiert, dass er dich in Ruhe lässt. Diese blöden Katzen sollen uns nicht länger auf die Nerven gehen. Zeit, dass wir sie loswerden. Schnappi will gestreichelt werden. Nein, es wird erst gekuschelt, wenn du diese Katzen geschnappt hast. Schnappi ist traurig. Hä? Ich bin sowas von satt. Und jetzt ein kleines Mittagsschläfchen. Buffy Cat, ich könnte keinen Bissen mehr runterkriegen. Wow! Ich habe plötzlich Riesenhunger auf Spaghetti mit Fleischklößchen. Das bedeutet Gefahr. Gefahr zu verhungern wahrscheinlich. Warum müssen Maiskolben immer weglaufen? Hab ich dich endlich, Matty. Boss, na warte, meine Freunde kommen gleich. Lampo, Hilfe! Oh, sie sind nicht deine Freunde. Ich glaube nicht, dass sie auftauchen. Wollen wir wetten? Buffy Cat, ja! Schön, dass du deine Freunde rufst. Dann gehen sie mir auch in die Falle! Matty, du kannst doch nicht schon wieder Hunger haben. Matty? Er ist in Schwierigkeiten. Milady, schnell, ich glaube, Matty braucht Hilfe. Pilu, Milady, mir nach. Lampo, Hilfe! Matty steckt in einer von Vincents Fallen fest. Miau! Da bist du uns wohl auf den Leim gegangen, was? Schnapp sie dir, Schnappi. Schnappi klebt fest. Solltest du nicht super schlau sein? Schnappi will gestreichelt werden. Leistet euren Freunden doch Gesellschaft. Dann könnt ihr eine von euren ach so lustigen Katzenpartys feiern. Lampo, mach keine Dummheiten. Wir brauchen erst die Kraft der Nudeln. Kraft der Nudeln! Hä? Oma Karate! Ach, ihr seid das. Ich dachte, es wären Einbrecher. Da dachte ich, ich zeige eine Runde Oma Karate!
Doch, dass ihr zurückkommt. Sagt Hallo zu meinen kleinen Freunden. Damit kann ich die Schnappis selbst steuern. Lady, gib mir deine Pfoten. Schnappt sie euch. Tut mir so leid. Tut mir leid, dass ihr mir geradewegs in die Falle gegangen seid. Diesmal war nämlich ich der Köder. Ja! Meine Kraft der Nudeln lässt nach. Mit letzter Kraft mache ich genau das hier. Ja! Das war's jetzt auch mit meiner Kraft. Aber jetzt können wir die Schnappis gegen Vincent richten. Hä? Das würde ich an eurer Stelle nicht versuchen. Die Schnappis sind so programmiert, dass sie nur Katzen jagen. Wieso sollten wir ausgerechnet dir glauben? Sag ich doch. Schnappi will gestreichelt werden. Schnappt sie euch! Pilu, Matti! Lauft! Kaum zu glauben, dass Boss die Wahrheit gesagt hat. Die Schnappis jagen ja wirklich nur Katzen. Ja. Und das bringt mich auf eine Idee. Lampo, Katapult. Ihr blöden Katzen, ich werde... Stinkt das? Hey, Boss! Schnappis jagen nur Katzen, stimmt's? Und ich finde, Vincent sieht wie eine Katze aus. Miau! Hey, aufhören! Ich bin keine Katze! Ich bin ein Mensch! Ich bin keine Katze! Gabi, die Reporterkatze.
Katzenfreunde, dieses Treffen ist äußerst wichtig. Wir haben ein Problem. Ein riesiges Problem. Aber gemeinsam können wir es lösen. Milady? Das hier ist unser Problem. Die Zeitschrift nur für Katzen und was darin berichtet wird. Oh, und was schreiben die über uns? Die Lou mit Babyflasche? Die Katze trägt noch Windeln. Matty beim Nasebohren? Was er dabei wohl findet? Wer hätte das gedacht? Katze fürchtet sich vor Maus. Katzen beim Baden? Fotos der lustigsten Gesichter. Ich könnte noch viele Beispiele nennen. Gefräßige Katzen, feige Katzen, Matty beim Popeln. Milady, das hattest du schon gesagt. Hier bohrst du aber nicht in deiner eigenen Nase. Diese Fotos sind alle von Gabi, der Reporterkatze. Wir müssen sie stoppen. Ja, wir haben genug. Wie sagst du es? Man macht sich nicht einfach über andere lustig. Das lassen wir nicht zu. Ja, genau. Gut, dann sagen wir ihr jetzt, dass sie aufhören muss. Ja, ja, ja. Da kommt sie. Bereit? Ja. Wo wollt ihr hin? Ihr könnt doch nicht einfach weglaufen. Vergiss es, Lampo. Die haben alle Angst vor Gabi. Ich glaube, niemand von denen möchte auf dem Titelbild der Katzenzeitschrift auftauchen. Ach ja? Ich hab keine Angst. Dann rede ich eben mit ihr. Gabi! Hm? Wieso bist du so gemein zu uns? Hm? Was hast du denn? Hey, Gabi! Alles in Ordnung? Nein, lass mich in Ruhe. Ich verkriech mich lieber wieder unter meinem Autowrack und da bleibe ich auch. Hm? Wieso bist du so traurig? Alle gehen mir nur noch aus dem Weg. Sie verstecken sich, wenn sie mich kommen sehen. Kannst du dir nicht denken, warum das so ist? Keine Freunde zu haben, ist gar nicht schön. Es ist aber auch nicht gerade nett, sich über andere lustig zu machen. Ich bin Reporterin. Das ist nun mal mein Beruf. Ich beobachte. Höre zu. Und schreibe drüber. Findest du diesen Quatsch wichtig? Nein, nicht wichtig, aber witzig. Wisst ihr, was wichtig ist? Dass wir verschwinden. Und zwar schnell. Ich kriege dich, Kätzchen. Entwischt. Nächstes Mal wirst du nicht so viel Glück haben, Fellknoll. Uns beiden entkommt niemand. Hab ich recht, Mr. Kralle? Oder stimmt, Brutus? Wir sind die besten Katzenfänger der Stadt. Brutus ist ein richtiger Bösewicht. Er jagt allen Katzen der Stadt Angst ein. Buffy Cats, wir müssen ihn aufhalten. Das gibt eine tolle Geschichte für meine Katzenzeitschrift. Hör zu, ich hab eine Idee. Wir werden ihm eine Falle stellen. Perfekt. Ich glaube, das wird Brutus gefallen. So eine besondere Katze wird er fangen wollen. Matty, die fabelhafte Rattenkatze. Wieso immer ich? Na, weil du mit Mäuseohren super süß aussiehst. Wenn du meinst, Pilou. Und was muss ich jetzt tun? Lächeln. Und das Wort Spaghetti sagen. Spaghetti. Wer fängt die fabelhafte Rattenkatze? Tolles Poster, Matty. Unser Plan wird funktionieren. Oh, davor habe ich ja Angst, Lampo. Ich will in keinen Käfig. Ach, bleib locker, Matty. Du musst nur ein wenig umherspazieren. Ja, und wenn Brutus auftaucht, sind wir da und tun, was zu tun ist. Aber vergiss ja nicht zu quieken, damit wir Bescheid wissen. Quieken, schon klar.
Moment! Ich bin eine Katze. Ich kann gar nicht quieken. Quiek! Ich schaffe das nicht. Dieses Herumspazieren macht mich hungrig. Ja, ich habe Riesenhunger auf Spaghetti mit Fleischklößchen. Hä? Sekunde. Immer wenn ich in Gefahr bin, kriege ich Hunger auf Spaghetti mit Fleischklößchen. Und ich schätze, das bedeutet... Die Rattenkatze! Die schnappen wir uns, Mr. Kralle! Oh, das bringt nichts! Buffy Cat, helf mir! Ha! Hä? Nicht bewegen, du dicke Ratte! Jetzt sind wir dran! Wir schnappen uns Brutus' Wagen! Ohne ihn kann er keine Katzen mehr fangen! Oh, da hat Mr. Kralle aber eine Menge Kätzchen gefangen. Was soll das? Runter von meiner Kralle! Sofort! Das war eine kostenlose Achterbahnfahrt. Kleiner, ich reiche dir meine Hand. Oder noch besser, meine Kralle. Lächeln. Ein Foto für das Titelbild der Katzenzeitschrift, bitte. Das ist nicht witzig. Ausgerechnet jetzt funktioniert das Teil nicht. Hoho! Immerhin komme ich nicht mit leeren Händen nach Hause. Die Rattenkatze und die anderen Fellnasen schnappe ich mir einfach nächstes Mal. Arme Gabi. Wir lassen sie nicht im Stich. Retten wir sie, Buffy Cats. Aber wie? Brutus ist stark und sein Katzenfingerwagen hat dicke Gitterstäbe. Milady, das schaffen wir schon. Wozu haben wir denn Freunde? Wir fragen jede Katze in der Stadt, ob sie uns hilft. Wir machen mit, Lampo. Aber was ist denn überhaupt passiert? Gabi wurde geschnappt. Es war Brutus. Brutus? Er ist unglaublich gefährlich. Brutus? Ihn kann man nicht aufhalten. Ja, das ist keine gute Idee. Können wir uns das vielleicht noch mal überlegen? Wir Buffy Cats werden Gabi befreien, und zwar jetzt. Wenn ihr nicht mitmacht, dann schaffen wir es auch alleine. Da ist Matty endlich. Dann kann Brutus auch nicht weit sein. Ich habe Riesenhunger auf Spaghetti mit Fleischklößchen. Wen haben wir denn da? Das machst du klasse, Matty. Lenk ihn schön ab. Wir kümmern uns um Gabi. Lampo, du dachtest nicht, dass wir dich hängen lassen, oder? Mein Freund Mr. Kralle hat sich schon auf ein Wiedersehen mit dir gefreut. Aber dann habe ich ihm etwas sehr Interessantes erzählt. Ich habe mich schlau gemacht, doch, doch. Und was habe ich herausgefunden? Es gibt gar keine Rattenkatzen, ja! Überraschung! Jetzt habe ich euch! Ihr hinterlistigen Katzen wolltet mich reinlegen, aber leider bin ich zu schlau für euch. Ich bin schlauer, größer und gefährlicher als ihr. Komm nur her, du nimmst mir nicht meine Freunde weg. Ha! Bist du dir sicher, dass du dich mit Matty anlegen willst, Brutus? Ja, so viele Katzen, die wir fangen können. Hm. Jetzt! Weitermachen! Macht viele Fotos! Wir haben Verstärkung bekommen! Wir waren uns einig. Eine Katze sperrt man nicht einfach ein.
Nicht einmal eine Plapperschnauze wie Gabi. Danke, liebe Freunde. Ich danke euch allen. Glaubt nicht, es ist vorbei. Ich will Rache. Brutus hat es auf das Titelbild der Katzenzeitschrift geschafft. Und das nur dank euch und euren Fotos. Ich gebe euch jetzt ein Versprechen. Ich schwöre, ich werde nie, nie wieder ein peinliches Foto machen. Katzenehrenwort. Entschuldigung. Stink der Stinkekater. Lampo, fällt dir irgendwas ein? Nein, gar nichts. Und dir, Milady? Wieso ist es nur so schwer, auf eine Idee für ein neues Lied zu kommen? Pelu, hast du einen Einfall? Mein Köpfchen ist leer. Matti? Nein, mir geht auch kein Licht auf. Aber tierisch Hunger habe ich. Kommt schon, Buffy Cats. Uns fehlt nur der richtige Einfall. Schreiben wir über etwas, das wir lieben. Was? Das war ich gar nicht. Das ist draußen. Was riecht hier so? Boah, das stinkt wie Fische, die pupsen. Ich glaube, ich werde nie wieder etwas essen können. Nie wieder. Es gibt Mittagessen. Yippie, ich habe Bärenhunger. Schön aufessen, Kätzchen. Oma muss jetzt los. Sie kommt sonst zu spät zum Oma Karate! Ups! Tut mir leid, Matti, du bekommst eine doppelte Portion. Bis später, Kätzchen. Oma Karate! Oh nein, jetzt habe ich wieder keinen Hunger mehr. Und das bei einer doppelten Portion. Klasse. Dann teilst du dein Mittagessen sicher gerne mit mir. Und wer bist du? Mein Name ist Stink. Wegen deinem Gestank habe ich keinen Hunger. Genau. Und wenn du dein Essen nicht mit mir teilst, komme ich zu euch rein. Dann riecht's in eurem ganzen Haus nach mir. Für immer. Eure Oma wird denken, ihr seid das und wird euch rauswerfen. Hat deine Familie das auch gemacht mit dir? Ich bin Straßenkatze. Ich hatte nie eine Familie. Mein Fell wird rosa. Das ist gelogen. Ich lüge niemals. Ich hatte nie eine Familie. Tut mir leid, aber mein Fell irrt sich nie. Vielleicht können wir dir ja helfen. Auch wir waren Straßenkatzen, aber jetzt füttert Oma uns. Sie füttert dich auch, wenn du nur baden würdest. Wie baden? Im Wasser? Nein, niemals. Her mit dem Yam-Yam. Oh, mein Essen! Ich glaube, du badest absichtlich nicht, um andere Katzen zu beklauen. Ja, mein Geruch hilft mir, wohin ich auch gehe, denn er hält mir andere Katzen vom Leib.
Es kommt mir nämlich niemand gern zu nahe. Da wäre ich mir nicht so sicher. Oma Karate! Ja! Mir tut Stink so leid. Keiner kümmert sich um ihn. Muss er einsam sein? Ja, er riecht so eklig, um sich vor anderen zu schützen. Deshalb hat er keine Freunde. Wir müssen ihm helfen. Wir Buffycats werden gebraucht. Eine andere Katze ist in Not. Ich denke, wir sollten ihn überreden, mal wieder zu baden. Oh, oh, Stink läuft schnurstracks in Vinzenz Garten. Miau. Hallihallo, Katzenkumpel. Ich heiße Boss. Was treibst du hier in meinem Garten? Gib mir was zu essen, sonst wird dein schöner Garten für immer stinken. Wer bist du? Wasser? Stink, wir finden ein Zuhause für dich. Aber vorher wird gebadet. Wir müssen ihm helfen. Los! Ist das eklig? Stink, komm raus! Wir möchten eine Familie für dich suchen. Nein! Ich will keine. Wieso nicht? Als ich noch klein war, wurden meine Brüder und ich von einem gemeinen Menschen gejagt. Ich rief meine Brüder um Hilfe, aber sie konnten nichts für mich tun. Und dann, ich hatte kaum noch Kraft, roch ich etwas. Ein übler Geruch war das. Meine Rettung war ein Sack Müll. Ein Mensch wollte mich fangen. Ich bin im Wasser fast ertrunken. Und meine eigene Familie konnte mir nicht helfen. Ich wurde gerettet von einem übelriechenden Müllsack. Und seitdem verlasse ich mich nur noch auf miefigen Stinkemüll. Aber Stink, du tust uns ganz doll leid. Aber jetzt kannst du auch auf uns zählen. Wir sind die Buffycats und sind jetzt deine Freunde. Wie eklig! Boss, Blister und Kratz, was wollt ihr denn hier? Na was wohl, wir wollen uns an diesem Stinkekater rächen. Aber jetzt, wo wir wissen, dass ihr seine Freunde seid, geht ihr alle zusammen baden. Wasser! Jetzt kapiere ich, wieso es keine Feuerwehrkatzen gibt. Stink, warte! Wir müssen vor Boss doch keine Angst haben! Wasser! Ich kann Oma Karate!
Lampo, rück diesen Stinkekater raus. Der hat mein Haus vollgemüffelt. Wir wollen bloß, dass er in diesen Fluss hüpft und badet. Nein, nein, nicht in den Fluss. Vergesst es. Stink ist unser Freund. Echt? Ihr habt das wirklich ernst gemeint? Gut, dann machen wir euch alle nass. Man nennt mich nicht nur einfach so, Stink. Das riecht ja wie Fische, die pupsen. Wir feiern unsere Freundschaft mit einem Konzert. Und endlich habe ich eine Idee für einen neuen Song. Stink, unser stinkender Held. Dieses Lied ist für einen neuen Freund. Sein Name ist Stink. Ist es möglich, dass der Typ stinkt? Aber sowas von. Da gibt's so einen Kater, man nennt ihn Kater Stink. Er war früher mal viel smarter, voll klebrig ist sein Fell. Er hält sich für'n Rebell. Die Zähne sind nicht weiß, ja, sie wackeln und sind gelb, gelb. Wackeln und sind gelb. Er ist ein verfilztes Wollknäuel, er riecht fürchterlich schlecht. Die Katzen nehmen Reis aus und das tun sie auch zurecht. Sein Fell ist rau und struppig von den Füßen bis zur Nase. Komm ihm nur nicht zu nah, da sind ätzende Gase. Er mieft und riecht und deshalb ist er sehr beliebt bei Schaben. Statt sauberem Fell will er viel lieber tausend Flöhe haben. Er findet Wasser und Seife unerträglich. Und stehst du neben ihm, dann stinkst du auch ganz schnell unsäglich. Er mies und trieft und deshalb ist er sehr beliebt bei Schaden. Statt sauberem Fell will er viel lieber tausend Flöhe haben. Wird euch nicht überraschen, er hasst es sich zu waschen. Bei Kindern und Erwachsenen, da gibt's das leider auch. Es ist babyleicht, ein Lied über etwas zu schreiben, das man mag. Und wir mögen dich, Stink. Oh. Warum lauft ihr denn alle weg? Tja, man nennt mich nicht nur einfach so. Stink. Oma Pinas Geheimrezept. Es wird unser allerbestes Konzert und es werden eine Menge Zuschauer da sein. Aber von dem vielen Üben sind wir ganz schön müde. Es reicht. Schluss mit Proben, Lampo. Wir sind fix und fertig. Machst du Witze, Milady? Wir sind die Buffy-Cats. Wir werden doch nie müde. Naja, also fast nie. Wach auf, Matty! Ups, das war keine gute Idee. Jetzt macht der Winterschlaf. Hey, Matty. Aufwachen. Recht. Wenn wir beim Konzert heute Abend fit sein wollen, brauchen wir eine ordentliche Portion von Oma Pinas Nudeln. Dann müssen wir aber warten. Oma ist nicht zu Hause. Na, dann kochen wir sie eben selbst. Deck den Tisch, es gibt bald lecker Mittagessen. Essen? Gibt's Mittagessen? Es ist gleich soweit, denn heute stehen die Buffy Cats am Herd. Und wir kochen die Nudeln ganz alleine.
Wir können gar nicht kochen. Das schaffen wir schon, Pilu. Wir halten uns einfach an Omas Rezept. Und los geht's! Oma bewahrt das Rezept in ihrem großen Kochbuch auf. Gut, jetzt pass mal auf, Matti. Genau so macht man das. Ha, cooler Sprung, Lampo. Wo ist das Rezept? Wer sagt's denn? Da ist es schon. Ich hab es. Super! Oh, das Rezept! Komm runter! Ach, nein, 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 nein. Ich meine, bleib da. Ich komm dich holen. Lampo, wo willst du hin? Das ist doch gefährlich. Hey, es regnet Katzen. Also, landen Katzen nicht immer auf ihren Pfoten, Milady? Stoß mich an, Matti. Lampo, lass das. Du weißt doch, wir Katzen landen immer auf unseren Pfoten. Naja, fast immer auf unseren Pfoten. Manchmal aber auch in Mülleimern. Buffy-Einfall. Wir müssen fliegen lernen. Spitzenidee. Wieso bin ich nicht darauf gekommen? Keine Angst, Vögelchen. Ich möchte euch nichts tun. Gut, dass ich noch einen Ballon habe. Wo ist es hin? Meine Schnurrhaare verraten uns. Da ist es. Super! Danke, Schnurrhaare. Diesmal erwischen wir das Rezept. Hör auf mit diesen Spielchen, Wind. Das Rezept ist gelandet. Gleich haben wir es. Buffy Cats, Vorsicht, Autos. Ja, ja, ja. Ja. Ich kann es nicht glauben. Oh, doch. Das Rezept ist mit dem Auto verschwunden. Dann nichts wie hinterher. Dieses rollende Boot ist perfekt für uns. Alle an Bord. Ab geht die wilde Fahrt. Hüpft rein, Buffy Cats. Dem Auto hinterher. Ihr wisst, was wir zu tun haben, Buffy Cats. Retten wir das Rezept. Und drei und vier und fünf und sechs und sieben und komm zurück! Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung! Armer Igor, wir haben ihn beim Trainieren gestört.
Hoffentlich ist die stärkste Katze der Stadt jetzt nicht böse auf uns. Da ist das Auto! Keine Ahnung, aber was fliegt, muss auch wieder landen. Festhalten! Das Auto! Da, gleich halten wir das Rezept wieder in den Pfoten. Da wäre ich mir nicht so sicher. Dir dieses Papier, Buffy Cats. Danke schön, Igor. Bist du noch böse auf uns? Ist nichts Problem, Pilu. Igor hat gesehen, wie gerne ihr wollt Papier haben. Es muss sein sehr wichtig für euch. Du hast ja keine Ahnung. Igor mag Buffy Cats und hilft ihnen, ihre Ziele zu erreichen. So wie Igor. Igor ist einfach der Beste. Wow, geschafft, Buffy Cats. Hier ist das Rezept. Für Apfelkuchen? Oh nein, ich habe mir das falsche Rezept geschnappt. Was? War das anstrengend. Und was hat es gebracht? Nichts. Das würde ich nicht sagen. Ich bin sogar noch müder als vorher. Das sind ja meine süßen Kätzchen. Ihr seht ja so traurig aus. Was ist passiert? Oh, du musst wohl müde sein, Matti. Ich weiß genau, was dir fehlt. Ihr alle bekommt zur Stärkung eine schöne Schüssel von Omas Nudeln. Oh, meine zauberhaften kleinen Kätzchen. Was habe ich gesagt, Buffy Cats? Ich wusste, dass wir alles alleine schaffen. Naja, fast alles. Lecker Mittagessen! Schön, dass ihr da seid, Katzenfreunde. Unser erstes Lied ist ein Song über Freundschaft. Und wir spielen ihn für einen ganz besonderen Freund, der immer zur Stelle ist, wenn wir ihn brauchen. Viel Spaß! Der Glückskater. Ich bin dran, Pilu. Ah, Matti, dieses Spiel ist viel zu schwer. Hallo, Buffy Cats. Macht Platz für Lampo, den Meisterwerfer. Oh. Ja. Ja, los, runter, runter! Komm schon, komm schon!
Ich hab's voll drauf, oder? Du hattest bloß Glück. Glück haben? Sowas gibt's gar nicht. Das perfekte Wetter zum Tennisspielen. Heute ist unser Glückstag, Boss. Hey, wollt ihr zusehen, wie ich die schwierigste Turnübung aller Zeiten mache? Kann's losgehen? Leg los, Milady! Na gut, dann macht euch gefasst auf meine Super-Turbo-Luftspirale. Und dann lande ich auf meinem Schwanz. Milady, das ist ganz schön gefährlich. Wie oft hast du den Sprung schon gemacht? Noch nie. Okay, es geht los. Klasse. Milady, da hast du aber Glück gehabt. Sieh nur, ein Hufeisen und eine Marienkäfer-Anstecknadel. Wow. Und ich bin auf eine 1-Cent-Münze ausgerutscht. Wow, das sind aber eine Menge Glücksbringer auf einmal für dich. Das stimmt nicht ganz. All diese Dinge gehören der Katze, die mehr Glück hat als jede andere. Hallo, Nico. Ja, Kätzchen Nico. Wieso lässt er überall seine Glücksbringer liegen? Aua, aua, ich hab mir auf die Zunge gebissen. Hey, nennst du dieses Rumgehüpfe etwa tanzen? Guck zu, Anfänger. Wir sind das allerbeste Tanzteam. Tänzer. Heute scheint er kein Glück zu haben, oder? Aber wenn Nico seine Pfote hebt, dann bringt das Glück. Lasst uns ihm zuwinken. Hallo, Nico. Hier drüben, Nico. Ui, der fliegt aber weit. Oh, ein Krampf. Ach, habe ich eine dieser blöden Katzen erwischt? Das nenne ich mal einen Treffer. Miau. Oh, Nico, alles in Ordnung? Nein, Buffy Cats. Ihr müsst hier verschwinden, schnell. Aber wieso? Was ist los? Seht ihr, meine Glückssträhne ist vorbei. Ich weiß auch nicht, ich habe nur noch Pech. Es ist gefährlich, auch nur in meiner Nähe zu sein. Ich glaube nicht an so etwas wie Glück. Und? Schon wieder ein guter Ball, geschieht dem blöden Katzen recht. Hey, das ist kein Pech, das ist Vincent. Nein, ich hab einfach kein Glück mehr. Und ihr jetzt auch nicht mehr. Wir müssen Nico helfen, schnell! Was bin ich für ein... Bringen wir ihn in Sicherheit. Warum immer ich? Und noch einmal. Ja gesagt. Seht nur, ein Sturm zieht auf. Uns hat kein Blitz getroffen, wenn das mal kein Glück war.
Pech verfolgt uns überall hin. Vielleicht hättest du deine Glücksbringer nicht wegwerfen sollen. Hä? Die haben nicht mehr funktioniert und ich dachte immer, mein Glück verlässt mich nie. Wie meinst du das? Ich habe mich bei meinen Glücksbringern nie bedankt. Kann es nicht sein, dass sie jetzt sauer auf mich sind? Nein, ein zerbrochener Spiegel. Das bedeutet 7 Jahre Pech. Du hast deinen Regenschirm im Haus geöffnet. Noch mehr Pech. Wir müssen Neko sein Glück zurückbringen. Du hast doch immer geglaubt, es gibt kein Glück. Ja, ich weiß, Matti. Aber Neko muss lernen, wieder an sich selbst zu glauben. Ich hab ne Idee. Los, mir nach. Und noch einer. Neko, nicht aufgeben, hörst du? Neko, hier sind deine Glücksbringer! Milady? Hast du gerade Glücksbringer gesagt? Ja, aber die gehören Neko. Tja, aber nicht mehr lange. Schnappis, holt mir die Glücksbringer. Neko, willst du dir deine Glücksbringer einfach so wegnehmen lassen? Ich kann nichts tun. Ich habe einfach kein Glück mehr. Du musst sie dir wiederholen. Du liebst doch deine Glücksbringer. Du hast recht, Lampo. Ich hole mir mein Glück zurück. Schneller! Schneller! Super Turbo Luftspirale! Danke, Milady. Ich merke schon, wie mein Glück zurückkommt. Das machst du super! Wirf her! Herwerfen! Das stimmt. Ich bin eine Glückskatze. Aber das größte Glück ist, euch als Freunde zu haben. Juhu! Du stehst ja unter einem Regenbogen. Na klar, Pilu. Ein Regenbogen bringt Glück. Blöde Schnappis, ihr geht immer so schnell kaputt. Und diese Buffy-Cats verderben mir jeden Spaß. Ob Vincent jetzt wohl sauer ist? Hey, was tust du denn da? Ach, Boss! Stör mich nicht noch mal beim Tennisspielen, hast du mich verstanden? Macht Platz für Lampo, den Meisterwerfer! Oh.
Humor sein, Lampo. Heute ist einfach mein Glückstag. Unser Freund, der Hund. Lampo, ist das dein Kumpel? Ein Hund? Was macht der hier bei Oma Pina? Kätzchen! Juhu! Vorsicht, Lady! Darauf, euch kennenzulernen. Meine Freundin ist weggefahren und Terry braucht jemanden zum Spielen. Terry liebt Katzen und er wird ein Weilchen bei uns bleiben. Terry, ganz ruhig. Seid schön lieb und nett zu dem kleinen Racker. Spielt schön, ich bin zum Abendessen wieder da. Terry, sitz. Braves Hündchen. Los, lasst uns abhauen, bevor er sich umdreht. Noch höher! Wir wollen doch nicht, dass Terry hier reinkommt. Gut gemacht. Du hast uns gefunden? Habt ihr keine Lust zu spielen? Schon, aber wir spielen Katzenspiele, keine Hundespiele. Aber Katzen sind doch wie Hunde. Sind wir nicht? Seid ihr doch. Wir haben alle vier Tatzen, Fell und einen Schwanz. Wir fressen Leckerlis, halten Schläfchen und wir leben bei Menschen. Er hat recht. Wir sind wie Hunde. So ein Quatsch, Matti. Katzen und Hunde sind völlig unterschiedlich. Aber ich liebe Kätzchen. Ich möchte euer Freund sein. Echt? Du magst uns? Ja, natürlich. Und ich wäre unheimlich gern so wie ihr. Ein Kätzchen halt. Hey, ich hab's. Terry. Wir bringen dir bei, dich wie eine Katze zu verhalten. Dann werden dich alle Kätzchen mögen. Juhu! Ich werde ein Kätzchen! Terry, so begrüßt du eine Katze. Hallo, ich bin Lampo. Oh, Terry, hör schon auf. So begrüßen Hunde jemanden. Und nur Hunde wedeln mit dem Schwanz. Hä? Schwanz? Du schon wieder? Ich krieg dich! Terry, wenn du eine Katze sein möchtest, dann musst du entspannt sein. Gleich hab ich dich. Hör bitte auf. Bleib locker. Terry, sitz! Sehr schön. Pass auf, Terry. Wenn du eine Katze sein möchtest, dann musst du miauen. Das geht so. Gar kein Problem, Lampo. Das war ein Wow-Wow. Ach, im Ernst jetzt? Oh, sag einfach mal Mi. Mi. Und danach sagst du Au. Au. Jetzt hintereinander. Miau. Miau. Oh, miau! 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 Oh, ich möchte ein Hund sein! Terry, bringst du mir das Bellenbein? Das ist leicht, Pilou! Schrei deine Gefühle heraus! Lass sie tief aus deinem Bauch kommen! Also so?
Das war echt super! Und wenn Terry sich wie eine echte Katze benimmt, gucken wir, ob er auf einen Baum klettern kann. Nicht traurig sein, Terry, das lernst du noch. Ich meine natürlich Miau, ich bin eine Katze. Na, wer kriegt den Ball? Hunde spielen gerne Ball fangen. Katzen machen gerne Musik. Also, die Buffy kennt's jedenfalls. Willst du ein Lied hören? Er möchte gern zur Schule, damit hat er es sehr eilig. Er wäre gern eine Katze, das ist sein größter Traum. Mich lernen, wie man schnurrt im Jahr und klettert auf einem Baum. Tagsüber lernt er Text, er ist wie eine Filmdiva. Spielt seine Rollen gut, er ist im Kätzchenfieber. Werft ihr für ihn einen Ball, zuckt er die Schultern und sagt ach. Er schnurrt und klettert lieber an der Hauswand hoch aufs Dach. Hier ist eine kleine Katze, sie ist niedlich, ruhig und friedlich. Sie möchte gern zur Schule, da wäre sie sehr glücklich. Wie ein Hund zu bellen, das fände sie sehr schön. Liebt's mit dem Schwanz zu riedeln, wie ein Hündchen auszusehen. Tagsüber lernt sie Text, sie ist wie eine Filmliebe. Bellen oder nicht bellen? Spielt ihre Rollen gut, sie ist im Hundefieber. Ein Ball in ihrem Maul, so ist sie frech und keck. Versuchst du ihr ihn wegzunehmen, bellt sie uns halt weg. Oh, nein, warte, Terry. Du weißt doch überhaupt noch nicht, wie das geht. Wartet mal, ich soll also bis ganz nach oben klettern? Klar. Oder soll ich lieber? Nein. Wenn du eine echte Katze sein willst, musst du auf einen Baum klettern können. Und das geht so. Wow, Milady. Das schaffst du, Terry. Versuch es doch mal. Wenn du meinst. Ich bin eine Katze. Katze. Tada. Ja. Oh, toll gemacht, Terry. Ich bin eine Katze, Milady. Und jetzt hüpfe ich von dem Ast da runter. Guck mal. Das ist gefährlich. Terry, setz. Niemand sagt einer Katze, was sie tun soll. Nein. Ja. Terry, alles gut bei dir? Landen Katzen nicht immer auf ihren Füßen? Ah, wie cool. Ein Hund zum Spielen. Miau, schön, dich kennenzulernen. Miau? Du bist also eine Katze? Schnappi, lass unseren Freund in Ruhe. Er ist ein Hund. Gefahr, noch mehr Katzen, viele Katzen. Muss angreifen. Nein! Schnappi, wir sind Hunde! Wuff, wuff, wuff! Ja, cool! Mehr Freunde zum Spielen! Pilou ist sowas von schlau! Kommt schon, wir holen Terry und dann nichts wie weg! Boss! Die Buffy-Cats. Ihr schafft es vielleicht, den Schnappi zu überlisten, aber ich bin wirklich schlau. Und ich schnappe mir jetzt euren kleinen Freund. Oh.
Denk dran, Terry, du bist ein Kätzchen und Katzen sind unheimlich flink. Toll, Terry, du hast dich bewegt wie eine Katze. Katzen überall. Denk dran, alle Katzen sind eure Feinde, außer mir natürlich. Terry, jetzt wirst du besser wieder ein Hund. Ein Hund? Mögt ihr mich denn dann noch? Wenn du wieder zum Hund wirst, lieben wir dich sogar. Eklig. Schnappen wir die Katzen. Ah, ja, Hund zum Spielen. Ein Stöckchen! Holt es euch! Ihr zwei nicht. Wir gehen nach Hause. Ich bin auf den Fischen gelandet. Danke fürs Auffangen, Kumpel. Ich bin dein Kumpel? Na klar! Da, er wedelt schon wieder mit dem Schwanz. Hey, du läufst mir auch überall hin nach. Na, warte, ich krieg dich. Terry ist wieder ein richtiger Hund. Seht mal, wie er sich freut. Lampo und das verrückte Rennen. Oh. Ich hab die Trommeln kaum gehört. Du kannst mir reinhauen, Pilu. Muss das sein, Lampo? Ich bin so müde. Oh. Gib noch einmal alles und dann machen wir eine Nudelpause, in Ordnung? Nudelpause? Bitte, bitte, Pilu. Ich versuch es. Lauter, Pilu, zeig, was du drauf hast. Komm schon, gib mir Gas. Okay, das war jetzt etwas zu heftig. Was war das denn? Keine Ahnung, Milady, ich war das nicht. Meine Schnurrhaare verraten uns, die Antwort auf das Rätsel finden wir draußen vor dem Clubhaus. Sie weisen uns den Weg. Mir nach, Buffy Cats. Lasst uns herausfinden, wer diesen Krach macht. Was für ein Motor! Hört ihr, wie er klingt? Das ist eine wunderbare Melodie. Er macht einfach nur Lärm und er stinkt. Mach ihn aus, Boss. Hat irgendwer was gesagt? Ich kann niemanden mehr sehen. Ich sehe nämlich gar nichts vor lauter Abgasen. Du gehst allen, die hier wohnen, auf die Nerven. Musst du ständig die Straße hoch und runter düsen? Muss ich, denn ich trainiere für das Miau-Miau-Wettrennen. Ich bin schwer beschäftigt, also bitte, mach Platz für Boss. Das ist nicht deine Straße. Ist es wohl. Und ich werde dieses Wettrennen auch gewinnen. Und wenn dir das nicht gefällt, dann versuch mich doch zu besiegen. Meld dich an, gewinne das Rennen und ich höre auf, hier rumzufahren. Weißt du was? Ist abgemacht. Miau! Wir treffen uns beim Rennen. Dann werden wir ja sehen, wer von uns beiden der Schnellste ist. Wieso willst du dir ein Wettrennen mit Boss liefern? Damit hier in der Straße wieder Ruhe einkehrt, Milady. Es ist nur ein Wettrennen. Das ist mal wieder typisch, Lampo. Wo liegt das Problem, Milady? Du kannst nicht Motorrad fahren. Dann lerne ich's halt. Ja, aber du hast etwas Wichtiges vergessen. Und was bitte? Du hast überhaupt kein Motorrad. Dann baue ich mir eben eins. Betty, hör auf damit rumzuspielen. Wie schraube ich mir mein eigenes Motorrad zusammen? Ach, und das soll funktionieren? Vertrau mir, Milady. Was ist hiermit? Das Teil ist übrig. Ach, das ist unwichtig. Weg mit diesem nutzlosen Metallding. Fertig! Seht ihr? Ein echtes Motorrad. Und es gehört mir. Das ist nicht witzig. Der Motor ist unfassbar stark. Und es raucht und stinkt nicht so wie das Motorrad von Boss.
Aber wo landen dann die ganzen Abgase? Keine Ahnung. Matti! Ich glaube, ich weiß wo. Buffy Cats, helft mir! Holt mich hier runter! Es regnet Ersatzteile. Die kann ich in meiner Werkstatt gebrauchen. Vorsicht da unten! Ich glaube, das ist das erste fliegende Motorrad, das ich je gesehen habe. Ich habe so viel Arbeit reingesteckt und jetzt ist es kaputt. Du hast es selbst gebaut? Ja. Ich wollte eigentlich beim Miau-Miau-Wettrennen mitmachen und diesen blöden Angeber-Boss besiegen. Das kann ich wohl vergessen. Machst du Witze? Ich bin Magnus, der beste Mechanikerkater der ganzen Stadt. Und wenn das dein Traum ist, soll er wahr werden. Und geschafft. Ich hab dran rumgeschraubt und jetzt ist es ein echtes Motorrad. Funktionierende Bremsen, Katzenaugenreflektoren und haltet euch fest, der einzigartige Wundermotor. Ein Wundermotor? Man füttert ihn nicht mit Benzin, sondern mit leckeren Köstlichkeiten. Oh, knusprige Brötchen, dick belegt. Ganz nach Mettis Geschmack. Hey, die sind fürs Motorrad. Wie soll ich dir nur danken, Magnus? Gewinn das Rennen. Ich mag solche Angeber wie Boss nicht. Ich streng mich an. Beeil dich. Hörst du das Heulen der Motoren? Der Wettkampf geht gleich los. Schnell, Lampo, zur Rennstrecke. Liebe Katzenfreunde, herzlich willkommen beim Miau-Miau-Wettrennen. Alle Teilnehmer warten bereits an der Startlinie. Einen Riesenapplaus für den brillanten Boss, den starken Igor und die bombastischen Bum-Bum-Tänzer. Tja, wer von Ihnen gewinnt das große Rennen? Das werden wir nach 10 Runden wissen. Was rede ich? Möge die beste Katze siegen! Also ich. Ihr könnt immer noch aus dem Rennen aussteigen, wenn ihr wollt. Bin ich noch rechtzeitig fürs Rennen da? Das ist Lampo, liebe Katzenfreunde. Was für eine Überraschung. Jetzt fahren 4 Motorräder das Wettrennen. Aber ich werde als Erster über die Ziellinie fahren. Mr. Kratz, ihr zwei werdet mir dabei. Helfen? Du kannst auf uns zählen, Boss. An die Startlinie. 3, 2, 1, los! Doch nicht einfach überholen. Lass sie an der nächsten Kurve rausfliegen. Wer hätte das gedacht? Ein Ölfilm bringt die Bum-Bum-Tänzer von der Bahn ab. Komm mir nicht zu nah. Ich brauche meinen Platz. Alles in Ordnung, Igor? Keine Sorge. Aber pass auf Boss auf. Er schummelt. Ein Reifenschaden wirft Igor aus dem Rennen. Sowas nenne ich Pech. Nein, Boss ist unfair. Aber mich kriegt er nicht. Oh, er schon wieder? Soll das ein Witz sein, oder was? Haha, jetzt ist er erstmal abgelenkt. Mr. Kratz, haltet ihn auf. Wo kommen die Reifen her? Weg mit euch, damit sich niemand verletzt. Miau! Er hat schon wieder geschafft. Ha, aber er hat keine Chance gegen den hier. Hm.
Das ist voll unfair. Weiter so, Lampo! Jetzt sind nur noch wir zwei übrig, Boss. Miau! Was ist das denn? Lampos Motorrad hat technische Probleme. Wird Boss das Rennen gewinnen? Hat der Wundermotor vielleicht Hunger? Ja, so ein Rennen ist anstrengend. Milo, Matti, besorgt etwas zu essen. Schnell! Ich schätze, ich weiß, was wir brauchen. Entschuldigung, Katzenfreunde. Schenkt ihr mir alle eure Süßigkeiten? Ihr würdet mir sehr helfen. Bitte. Seht mal, was ich habe. Ganz viel Zuckerwatte. Gut gemacht, aber das reicht nicht. Das Motorrad hat noch mehr Hunger. Oma Pinas Nudeln verleihen Lampus Flitzer Superkräfte. Diese Nudeln sind einfach zum Anbeißen. Oh, die duften so lecker. Ich darf sie nicht riechen. Die sind zu miam-miam. Oh, ich darf sie nicht riechen. Der Wundermotor bekommt sein lecker Mittagessen. Was treibst du da, Lampo? Wir treffen uns an der Ziellinie, aber lass mich nicht zu lange warten. Wir brauchen etwas anderes, sowas wie... Eine schöne Schüssel Nudeln, dampfend heiß und frisch gekocht von unserer Oma Pina. Du hast es tatsächlich geschafft, sie nicht selbst zu essen? Du bist ein Held, Matti. Ein hungriger Held. Lampo ist wieder im Rennen und er holt auf mit jeder Runde, die er fährt. Unglaublich! Letzte Runde! Lampo überholt Boss! Hey, das gibt's doch gar nicht! Und gewinnt das Miau Miau Wettrennen! Das ist unfair, das geht nicht. Ich wollte doch gewinnen. Ja. Immer schön gucken, wo du hinfährst. Das nächste Mal gehört der Pokal mir. Miau! Boss gibt wohl nie auf. Noch nicht einmal auf einem Dreirad. Ja, aber ich denke mal, er hält sich ein Weilchen von Motorrädern fern.